Mächtige Bunker am Atlantik, Überreste des Zweiten Weltkriegs. Deutsche U-Boote auf Feindfahrt. Frachter im Fadenkreuz. Torpedos zünden. Wir warten alle, dass das Boot Erfolg hat und dass wir also möglichst viel versenken. Krieg durch das Periskop. Er versuchte mich zu rammen, was ihm aber dann nicht gelang und er wurde schließlich auch ein Opfer. Tote treiben im Meer, ertrunken, verbrannt, erfroren. Wir traten in der Propaganda immer wieder in Erscheinung. Und deshalb fühlten wir uns natürlich auch als Elite. Von Heldentum waren wir nicht beseelt. Keinesfalls. Das wusste man, wenn man auslief, dass da die Chancen für Erfolg äußerst gering waren. Die Jäger werden zu Gejagten. In Labö bei Kiel liegt das einzige noch erhaltene U-Boot vom Typ 7C. Ein Experte für diese Waffengattung ist Marinehistoriker Axel Niestlé. Dieses U-Boot repräsentiert den deutschen U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg. Die Mehrzahl der eingesetzten U-Boote im Zweiten Weltkrieg waren vom Typ 7C. Und diese Boote hatten im Normalfall eine Seeausdauer von etwa 60 Tagen. Das hieß, 60 Tage war die Besatzung auf diesem sehr engen Boot eingesperrt und musste sich größtenteils unter Deck aufhalten, da nur die seemännische Besatzung überhaupt die Gelegenheit hatte, an Oberdeck sich zu bewegen. War das Wetter, was besonders im Nordatlantik sehr oft der Fall ist, stürmisch, konnten sich ganz wenige Menschen nur überhaupt in den Genuss frischer Luft bringen. Und die Mehrzahl der U-Boot-Fahrer, die auf diesen Booten gefahren sind, sind auch ums Leben gekommen im Zweiten Weltkrieg. Von den 40.000 deutschen U-Boot-Fahrern kehrten drei Viertel nicht mehr zurück. Nur etwa 10.000 überlebten. Im Normalfall bei unverschossenen Torpedos herrschte eine unerträgliche Enge in diesem Raum, weil es waren ja nicht nur die Torpedos hier im Raum, sondern auch noch fast bis zu 30 Mann der Besatzung. Der größte Teil der Seeleute und des maschinentechnischen Personals befand sich hier, hatte hier seinen Lebensmittelraum, war hier zur Ruhe gebettet und musste hier auch seine Nahrung aufnehmen. Sprich, hier wurde gegessen, hier wurde geschlafen und hier wurde geruht und gearbeitet, denn die Torpedos mussten regelmäßig gewartet werden. Und all das in diesem Raum, der nicht weniger als vielleicht 20 Quadratmeter hatte. Deswegen eine unvorstellbare Enge und dazu noch ein unvorstellbarer Gestank. Die dunkle, quälende Enge wurde immer wieder jäh unterbrochen von schrillem Alarm und schnellen Tauchfahrten vor dem drohenden Gegner. Kriegsbeginn. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. 1. September 1939. Hitlers Marine ist auf den Krieg nicht vorbereitet. Ihre Flotte in Zahl und Umfang dem Feind unterlegen. Hitler hat die Marine nicht wirklich verstanden. Ist auch leicht seekrank geworden, war dann ja auch im Laufe des Krieges sehr vorsichtig, sehr zögerlich. Hitler war ein Heeresmann, ein Landmann. Davon glaubte er was zu verstehen. Auch aufgrund seiner Vergangenheit im Ersten Weltkrieg von der Marine hat er nichts verstanden. Großadmiral Raeder und Admiral Dönitz, der Befehlshaber der Unterseeboote. Karl Dönitz war Unterseebootsmann, war im Ersten Weltkrieg U-Boot-Kommandant gewesen, nach einer vorherigen Verwendung auf kleinen Kreuzern. Er maß den Unterseebooten, anders als der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, großen Stellenwert bei, knüpfte in der Entwicklung seiner Strategie an seine Erfahrungen des Ersten Weltkrieges an und glaubte, dass auf diesem Waffensystem, auf dieser Waffengattung der Schwerpunkt der Seekriegsführung liegen sollte. Der U-Boot-Bau war bislang von der Marine vernachlässigt worden. Großadmiral Raeder setzte auf große Schlachtschiffe wie die Bismarck und die Tirpitz.
Die Marine stand im September 1939 mit heruntergelassenen Hosen da. Es gab 56 U-Boote, nur 22 waren überhaupt atlantiktauglich. Und jedem war klar, dass man mit dieser kleinen Marine gegen die riesige Royal Navy nichts würde ausrichten können. Obwohl es erst so wenige deutsche U-Boote gibt, gehen die ersten der lautlosen Jäger mit viel Unterstützung der Propaganda auf Feindfahrt Richtung britische Inseln. Unseren zur Feindfahrt auslaufenden Kameraden mit den besten Wünschen. Hurra! 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 Gleich nach dem Überfall auf Polen erklärt Großbritannien formal Hitler den Krieg. Karl Dönitz plant mit seiner U-Boot-Waffe sogleich einen Überraschungsangriff. Dönitz hatte Kapitänleutnant Günther Prien beauftragt, mit seinem U-Boot U-47 in den Hafen von Scapa Flow einzubrechen. Es ist eine große geschützte Bucht auf den Orkney-Inseln nördlich von Schottland. Im Ersten Weltkrieg war dies die Basis der britischen Schlachtflotte. Es war auch der Ort, wo nach dem Ersten Weltkrieg die deutsche Hochseeflotte interniert war, wo sie sich selbst versenkt hatte. Und es war sozusagen das Symbol der britischen Seemacht. Und die Absicht von Dönitz war, mit diesem Husarenstück auf die Leistungsfähigkeit seiner U-Boote zu verweisen. Unter dem Kommando von Günther Prien legt U-47 am 8. Oktober 1939 aus Kiel ab und begibt sich auf die 1100 Kilometer lange Fahrt. Er erreicht den britischen Kriegshafen Scapa Flow, torpediert und versenkt in der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober das vor Anker liegende britische Schlachtschiff Royal Oak. Wenn man direkt in der Heimat getroffen wird, in der Sicherheit des eigenen Hafens, dann ist die psychologische Wirkung kaum zu überschätzen. Das bringt logischerweise eine starke Verunsicherung mit sich. Unsere Kriegsmarine hat inzwischen die deutsche Flagge weit hinausgetragen auf die Nordsee. Das siegreiche U-Boot, das bei Scapa Flow die Royal Oak versenkte und die Repulse torpedierte, kehrt in seinen Heimathafen zurück. Der Erfolg von U-Boot-Kommandant Prien wird propagandistisch nach allen Regeln der Kunst ausgeschlachtet und für Hitlers Krieg vermarktet. Immer sind Wochenschaukameras dabei, wenn Blumenempfänge, Aufmärsche und Schiffsparaden Priens Weg zurück ins Dritte Reich säumen. Im deutschen U-Boot-Archiv in Cuxhaven sind zahllose Unterlagen zum U-Boot-Krieg zusammengetragen. 1947 wurde diese Erinnerungsstätte von einem inzwischen verstorbenen U-Boot-Fahrer gegründet. Über jeden Kommandanten, über jedes U-Boot und über jede Besatzung gibt es hier eine umfangreiche Materialsammlung. Über Günther Prien und sein Verhältnis zu Karl Dönitz gibt Redaktionsmitglied Kai Steenbuck Auskunft. Er wurde auch von Dönitz geduzt. Man hat sich Spitznamen gegeben in der U-Boot-Waffe. Dönitz hat ihn Prientier genannt oder der kleine Prien. Prien war nicht besonders groß wie viele andere U-Boot-Fahrer. Also er gehörte zu den absolut bevorzugten Kommandanten der ersten Stunde oder auch der ersten Generation, wie man das bezeichnet, und hat ein sehr enges Verhältnis zu Dönitz. Diese Aufnahmen zeigen Günther Priens gefeierte Ankunft in Kiel beim Unterzeichnen eines Heldenbuches der Friedrich Krupp Germania Werft mit seiner Mannschaft und der Weiterfahrt ins Werftgelände. Der U-Boot-Kommandant wird so zum ersten deutschen Soldaten, den die Nazi-Propaganda zu einem reichsweit bekannten Kriegshelden stilisiert. Das war ein großer Propagandacoup. Der war von realmilitärischem Wert sehr gering einzuschätzen. Die Royal Oak war ein Veteran des Ersten Weltkrieges. Die Briten hatten genug Schlachtschiffe, sie wussten eigentlich gar nicht, was sie damit machen sollten. Die Home Fleet war auch gar nicht anwesend in Scapa Flow. Man hat diesen alten Kahn da zurückgelassen. Und Prien konnte den dann versenken. Und das war vor allen Dingen ein Propagandacoup. Die tapfere Besatzung trifft auf Einladung des Führers in Berlin ein. Per Privatflugzeug erreicht Günther Prien die Hauptstadt und wird auch dort wie ein Held begrüßt. Hier der kühne Kommandant, Kapitänleutnant Prien.
Offiziere und Mannschaft werden von der Berliner Bevölkerung begeistert begrüßt. In den Augen der nationalsozialistischen Tagespresse hat Prien in Scapa Flow eine für unmöglich gehaltene militärische Leistung erbracht. Ein erster Popstar seiner Zeit. Die eigentliche Bedeutung von Scapa Flow im Oktober 1939 war ein innenpolitisches, ein machtpolitisches im Ringen der einzelnen Teilstreitkräfte Marine, Luftwaffe, Heer um Einfluss um Hitler. Aber ich denke, der Krieg wurde damit um keinen Deut beeinflusst, verkürzt oder irgendwie. Der Führer empfing die tapfere Besatzung in der Reichskanzlei, um sie zu ihrer unvergleichlichen Heldentat zu beglückwünschen. Wir haben uns durchgemogelt durch die Bewachung und waren plötzlich drin. Drin im Hafen von Scapa Flow, wie im Hafen der englischen Seemacht. Eine absolute Ruhe herrschte dort. Die Bucht war tachhell erleuchtet, weil ein starkes Nordlicht herrschte. Wir sind dann ungefähr anderthalb Stunden im Hafen rumgefahren, haben uns unseren Gegner ausgesucht, haben unsere Torpedos gelöst. Im nächsten Augenblick krachte es und erst wurde der Repuls getroffen und dann flog die Heulhof in die Luft. Der Eindruck war unermesslich. Und wir haben uns auf demselben Wege, in ähnlicher Weise, wie wir reingekommen sind, auch wieder hinausgeschlichen, dicht an Bewachern vorüber. Aber sie haben uns nicht gesehen. Und als wir draußen waren, können Sie sich vorstellen, welche Begeisterung und Freude uns alle beseelte, dass es uns gelungen war, eine solche Aufgabe und einen solchen Erfolg für Deutschland erringen zu können. Der Erfolg von Günter Prien spielte eine deutliche Rolle in der Veränderung der Schwerpunktsetzung der Marinerüstung. Weg von der Priorisierung der schweren Überwassereinheiten hin zur Priorisierung der Unterseeboote. Und das werden dann ja auch die Waffensysteme sein, die vor allem im Zuge des Zweiten Weltkrieges gebaut werden. Zu den entscheidenden Waffen dieses Krieges gehören unsere U-Boote. In ununterbrochener Folge werden auf den deutschen Werften diese Wunderwerke der Technik geschaffen. Der Bau von U-Booten wird jetzt forciert. Allerdings immer noch mit Bauzeiten von 21 Monaten. Nur 20 bis 25 Boote sollen ab Frühjahr 41 im Monat fertig werden. In diesem Tempo wird Dönitz erst Ende 1942 über die geforderten 300 U-Boote verfügen. Dabei hatte das U-Boot in seiner damaligen Bauweise noch erhebliche Schwächen und Mängel, die eine Neukonstruktion behoben hätte. Aber daran war zu jener Zeit nicht zu denken. Der Typ 7C stellt im Gegensatz zu den heutigen U-Boot-Typen, die wir kennen, noch den Typ des sogenannten Tauchbootes dar. Dieses U-Boot oder dieses Tauchboot tauchte nur aus taktischen Gründen, entweder um sich dem Gegner zu entziehen oder selbst unerkannt zum Angriff zu kommen. Andernfalls hat sich das Boot zu 90% an der Wasseroberfläche bewegt und war somit eigentlich eher Überwasserschiff denn Unterwasserschiff. Die schwache Tauchleistung des Typs 7C führt trotzdem zum Erfolg. Denn zu jener Zeit verfügen die Kriegsgegner noch nicht über gute Sonardetektoren oder hochauflösendes Radar. Die Leistung der U-Boote scheint ausreichend. Hier zunächst der Dieselmotorenraum. Zwei baugleiche Dieselmotoren von maximal 1400 PS treiben das Boot bei Überwasserfahrt an. Mithilfe dieser Dieselmotoren konnten die Boote bis zu 17 Knoten Maximalgeschwindigkeit erreichen. Das ist etwas mehr als 30 Kilometer. Daran erkennt man schon, wir befinden uns im unteren Geschwindigkeitsbereich. Aber im Normalfall haben diese Boote natürlich nur sparsamsten Maschineneinsatz durchgeführt. Das heißt, man wollte immer Brennstoff sparen. Bei Höchstfahrt wurde nur eingesetzt aus taktischen Gründen, wenn man einen Gegner verfolgte oder sich einem Gegner entziehen musste. Ansonsten bewegte man sich mit 6 bis 7 Knoten vorwärts, das heißt mit etwa langsamer Fahrradfahrgeschwindigkeit. Achtern vom Dieselraum, wieder durch einen Lärmschott vom Dieselraum, der ja sehr lärmintensiv ist, getrennt. Der E-Maschinenraum mit den beiden E-Maschinen hier unten und den zugehörigen Schalltafeln darüber angeordnet. Bei Unterwasserfahrt war es so, dass natürlich eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 7,6 Knoten möglich war. Je nachdem, nach dem Zustand des Bootes, konnte das auch um einige geringe Beträge variieren.
Aber diese Höchstfahrt war für maximal eine Stunde möglich. Danach waren die Batterien erschöpft und das Boot hätte unweigerlich wieder an die Oberfläche zurückgemusst. In der Gegenwart des Gegners der sichere Weg in die Vernichtung. Durch Lothar Günther Buchheims Bestseller und Filmwelterfolg Das Boot wurde U96, auch ein U-Boot vom Typ 7C, berühmt. Mit an Bord von U96 war damals Friedrich Grade, leitender Ingenieur, LI, inzwischen 102 Jahre alt. Damals war er der zweite Mann an Bord, nach dem Kapitän. Ich war mit der Zeit auf dem Boot, also in der Werft, und machte mich kundig, damit ich das Boot in allen seinen Einzelheiten mit Rohren, Rohrleitungen, Schaltern, Röhren, Pumpen und Pumpen usw. kennenlernte. Die Arbeiten im Boot sind inzwischen weiter fortgeschritten. Montagearbeiten in der Zentrale. Auf engstem Raum arbeiten die Männer nach genau festgelegten Terminplänen an der Fertigstellung des Bootes. In den unteren Bereich der Tauchzelle werden die schweren Bleibatterien für den Elektroantrieb eingebaut, der für die Unterwasserfahrt notwendig ist. Der Turmumbau wird über den Kommandoturm gezogen. Das Bearbeiten und Verlegen der Oberdecksplanken. Die versenkbaren Oberdeckspoller. Der Seerohrschacht für das Angriffsseerohr. Der Okularkopf. Das Hauptruder wird eingezogen. Aufsetzen der hinteren tiefen Ruderblätter. Die letzten Tischler arbeiten im Bugraum. Dann erfolgt der Stapellauf. Doch das Boot ist noch längst nicht kriegstauglich. Wenn es in Dienst gestellt ist, wird es, bevor es auf Feindfahrt geht, muss es erstmal, eingefahren werden. Und die Besatzung muss kennenlernen, wie die einzelnen Instrumente zu handhaben sind, wie man fährt, wie man taucht, wie geschossen wird, wie die Funkerei funktioniert, wie die Pumpen zu bedienen sind und in welche Möglichkeiten man hat. Den ersten Tauchversuch führt das U-Boot unter den Kran aus. Langsam wird es abgesenkt. Nachdem das Boot genau ausgewogen ist, taucht es wieder auf. Die Tauchzellen werden mit Pressluft ausgeblasen. Vor der ersten Probefahrt werden die Maschinen an dem Standprobeplatz auf genaues Arbeiten überprüft. So wird die Sicherheit gegeben, dass auf Feindfahrt kein Versagen eintreten kann. Es spielt sich ab in einer Zeit zwischen 3 und 4 Monaten, wo das Boot in der Ostsee, ohne Feindberührung natürlich, in der Ostsee Übungsfahrten machte. Wir machten Schießübungen, wir machten Horchübungen, Tauchübungen, Alarmübungen, haben Störungen eingelegt, also in der Maschine zum Beispiel Störungen eingelegt, deren Behebung in 0,6 behoben werden mussten. All solche Geschichten wurden gemacht, Alarmtauchen und so. Das war eine sehr gute Einfahrtszeit. Übungslehrgang für eine U-Boot-Ausbildungsmannschaft in der Ostsee. Torpedos werden hergerichtet, eingestellt und für den Abschuss vorbereitet. Dann geht das U-Boot auf Tauchfahrt. Das Seerohr wird herausgefahren und ein feindliches Schiff angepeilt. Jeder zukünftige Kommandant wird so das Fadenkreuz auf seine Ziele richten. Wir befinden uns hier im Bugtorpedoraum eines U-Bootes vom Typ 7C. Dieser U-Boot-Typ hatte 4 Bugtorpedorohre, jeweils 2 übereinander angeordnet. Und insgesamt waren in diesem Raum maximal 10 Torpedos gelagert. Jeweils 4 in den Rohren. 4 unterhalb der Flurplatten und 2 oberhalb der Flurplatten zwischen den Kojen. Hier hinten am Ende ist der sogenannte Antriebsapparat, Schraube, Doppelschraube, die den Vortrieb des Ganzen ermöglicht. Davor ist der eigentliche Motor auch drin, der wahlweise durch Pressluft oder durch Strom bzw. Elektrizität angetrieben wird. Vor dem Motor ist die eigentliche Brennstoffzelle oder
Der Brennstoffvorrat, eben in Form von elektrischen Batterien oder eines großen Presslufttanks, der dann den Vortrieb dieses autonomen Unterwasserfahrzeuges, so kann man einen Torpedo bezeichnen, auch erst ermöglicht. Und das nimmt eigentlich den größten Teil dieses 7 Meter langen Torpedos in Anspruch. Und ganz vorne befindet sich eigentlich der Teil, der dann für den Torpedo eigentlich am wichtigsten ist, nämlich der Explosions- oder die Sprengladung, die sich hier vorne drin befindet. Wir sprechen von 280 Kilogramm hochexplosiven Sprengstoff, der hier drin ist. Und gezündet wird das Ganze dann mit einer sogenannten Pistole, die sich vorne an der Spitze des Torpedos befindet. Sprengstoff für den Krieg im Norden. Am 9. April 1940 marschiert die Wehrmacht in Dänemark und Norwegen ein. Das ruft die Briten auf den Plan, die dort operieren. Alle U-Boote sind zum Flankenschutz der deutschen Flottenverbände beordert. Sie sollen die Anmarschwege gegen die zu Hilfe eilenden britischen Kriegsschiffe sichern. Doch das Unternehmen gerät in eine tiefgreifende Krise. Die deutschen Torpedos haben 1939 und 1940 sehr schlecht funktioniert. Sie sind nur selten explodiert. Und das führte vor allen Dingen in Norwegen zu einer großen Krise, weil die deutschen U-Boote, als die deutschen Norwegen besetzten, haben damit gerechnet, dass die Royal Navy jetzt da Gegenaktionen macht und in die Fjorde fährt. Und da haben die deutschen U-Boote auf sie gewartet und haben Torpedos abgeschossen, die nicht detonierten. Das hat die Briten vor erheblichen Verlusten bewahrt. Also sie hätten wohl mehrere Schlachtschiffe, etliche Kreuzer und etliche Zerstörer versenkt. Das wäre psychologisch ein erheblicher Schlag für die Briten gewesen. Und das Problem war einfach, dass die Torpedoversuchsanstalt die Magnetzünder und die Ausschlagzünder nicht wirklich bis zur Einsatzreife getestet hat. Neben natürlich den ausbleibenden militärischen Erfolgen darf die psychologische Wirkung dieser Torpedokrise nicht unterschätzt werden. Das Vertrauen der Besatzung schwand natürlich massiv. Und bei einem Waffensystem, wo die Besatzung so stark auf die verlässliche Technik angewiesen ist wie einem Unterseeboot, wo Gedeih und Verderb davon abhängen und das eigene Überleben, ist das natürlich fatal, wenn das Vertrauen in das Waffensystem nicht mehr da ist. Im Dachgeschoss des U-Boot-Archivs befindet sich ein altes Mikrofilm-Lesegerät. Hier können Kopien der originalen Kriegstagebücher gelesen werden. Eines davon ist von dem Scapa-Flow-Helden Günther Prien. Bei dieser norwegen Unternehmung der U-Boote, dabei waren gute 8 Boote im Einsatz, die diverse Torpedos abgefeuert haben, die aber komplett ohne Wirkung blieben. Nur ein einziger Torpedo hat funktioniert im Norwegen-Feldzug. Hier haben wir erstmal ein Beispiel für eine Kommentierung in einem Kriegstagebuch. Prien schreibt nämlich, als Reaktion auf einen Funkspruch von seinem Befehlshaber, der ihm Positionen anweist: Junge, Junge, wenn man diese Funksprüche liest, denkt man an die Illustrierte mit dem Bilde, dessen Unterschrift lautet: Deutschland verlässt sich auf seine Torpedos. Die Achillesferse war der Atlantik, weil Großbritannien war eine Importnation, die sich nicht selbst ernähren konnte, und sie konnte vor allen Dingen auch ihre Industrie ohne Importe nicht am Laufen halten. Und die Importe waren vor dem Krieg sehr umfangreich, 56 Millionen Tonnen haben die Briten im Jahr eingeführt. Das konnten die zwar dann reduzieren, also auch mehr Agrarprodukte selber anbauen und so, aber unter 20 Millionen Tonnen Einfuhren ging es eigentlich nicht, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Achtung, Schiff in Sicht, es ist ein Engländer. Alarm! Alle Mann auf Tauchstation! Das Turmlook wird geschlossen. Fluten! Am Seerohr verfolgt Kapitänleutnant Kretschmer jede Bewegung am Horizont. Da ist er, ein respektabler Frachter. Achtung, Torpedo, los! Mit der Stoppuhr wird sein Lauf verfolgt. Versenkt hat er 46 Schiffe mit 273.000 Bruttoregistertonnen. Das ist die größte Anzahl überhaupt, die versenkt worden ist, und die größte Tonnageziffer. Also Kretschmer war
trotz der Tatsache, dass er relativ früh sein Boot versenkt worden ist, der Tonnagekönig, der auch für den Rest des Krieges nie wieder eingeholt werden sollte. Wieder sinkt wertvolle Ladung ins Meer, ehe sie England erreichte. Die Erfolge für die deutschen U-Boote werden von Tag zu Tag immer bedrohlicher für Großbritannien. Die Briten mussten ihre gesamte Wirtschafts- und Einfuhrstruktur verändern. Der Haupteinfuhrhafen London wurde verlegt nach Liverpool und man hatte viel zu wenig Gleitzugschiffe, Zerstörer, Fregatten, die also die Gleitzüge sichern konnten. Und deswegen war es den deutschen U-Booten möglich, wenn sie denn mal einen Gleitzug gefunden haben, in diese Gleitzüge einzubrechen und da sehr viele Schiffe zu versenken. Am 5. Juni 1940 beginnt der Einmarsch deutscher Soldaten in Frankreich, nachdem bereits die Niederlande, Belgien und Luxemburg eingenommen sind. Rasch stößt die Wehrmacht vor. Ziele sind die Hauptstadt und die Atlantikküste. Bis Paris nur noch 37 Kilometer. Am 14. Juni wird Paris besetzt. Adolf Hitler vor dem Eiffelturm. 5 Atlantikhäfen eignen sich als U-Boot-Stützpunkte für die Deutschen. Die französische Atlantikküste, in der man Besitz nach dem Westfeldzug war, verbesserte die strategische Ausgangssituation für die U-Boot-Waffe und die Kriegsmarine natürlich enorm, weil man zunächst einmal einfach nicht mehr in der Nordsee drohte, gefangen zu werden. Man hatte diese Nadelöhre, Ärmelkanal und oben die Enge bei den Orkneys nicht mehr zu passieren. In den Stützpunkten unserer Kriegsmarine an der Atlantikküste baut die Organisation TOD immer neue U-Boot-Bunker. Der Bau jedes einzelnen Bunkers erfordert riesige Mengen von Eisen und Beton. Blick in einen halbfertigen Bunker. Das Meer dringt mit mächtiger Wucht in die Bunker ein. Der U-Boot-Bunker von Saint-Nazaire. Die mächtigen Betonmauern widerstehen allen Angriffen der Alliierten. Es ist das einzige Gebäude, das den Krieg überstanden hat. Luc Breuer, gebürtiger Franzose, hat 45 U-Boot-Bücher geschrieben. Hier sind wir in Saint-Nazaire. Das ist ein großer französischer Atlantikhafen. Der war von der deutschen Wehrmacht genommen im Juni 1940. Hier hat die Organisation TOD riesige U-Boot-Bunker gebaut. Und diese U-Boot-Bunker war mit 14 Box für ein oder zwei U-Boote. Insgesamt können hier 20 U-Boote in selben Zeit geschützt und repariert werden. The submarine pens with massive concrete roofs, protection against air bombs. They must be blasted out of their holes here on the west coast of France, the strategic base from which they issue to raid the Allied supply lines across the Atlantic. Seltene Aufnahmen aus dem Innern des Atlantikbunkers Lorient. Eine U-Boot-Besatzung kehrt heim und lässt das Boot überholen. This film, seized from the enemy, takes us into their lair and reveals the lurking place of the wolf packs. Nur wenige Menschen haben Zutritt zu Kammer 5 des U-Boot-Bunkers von Saint-Nazaire. Luc Breuer führt uns durch eine Welt, die seit über 70 Jahren selten betreten worden ist. In der zweiten Etage befinden sich die Wohnräume der höheren Dienstgrade von Ingenieuren. Hier sieht man das Wasser, wo die U-Boote damals kommen. Und dieser Dock, der ist 85 Meter lang. Und das ist genau wie damals geblieben, mit Lampen kann man sehen, mit Elektrizität, die Kräne und auch die Panzertüren, die schützen das Eintritt der Box, sind noch da. Und hier sind wir wie ein Schlafraum für Offiziere oder so. Und manchmal sieht man Fotos von damals, von Frauen und so. Admiral Dönitz spricht seinen tapferen U-Boot-Männern Dank und Anerkennung aus.
opfern und siegen. Der Kampf geht weiter. Dönitz entwickelt jetzt sozusagen seine Rudeltaktik, das heißt, dass nicht mal ein U-Boot alleine einen Konvoi angreift, sondern viele U-Boote konzentrieren sich in einem Rudel und attackieren zugleich diesen Konvoi. Und man kann jetzt im Zweiten Weltkrieg funken und kann sozusagen von Lorient aus diese U-Boote führen. Und wenn ein deutsches U-Boot einen Gleitzug sichtet, dann hält es zunächst Fühlung und führt die anderen U-Boote heran und dann kann man konzentrisch angreifen. Und am Anfang war die Bewachung nur schwach und es gelang dann, in diese Gleitzüge einzubrechen und dann viele Schiffe zu versenken. Lagebesprechung beim Befehlshaber der Unterseeboote, Vizeadmiral Dönitz. Links Kapitänleutnant Lehmann Willenbrook, der 25. Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe. Auslaufen zur Feindfahrt. Friedrich Grade ist 1940 auf U-96 leitender Ingenieur unter Kommandant Lehmann Willenbrook. Ich muss sagen, ich hatte einen guten Eindruck von ihm. Er verstand seine Sache. Er hatte auch eine gute Eigenschaft. Er konnte auch mit den Leuten gut umgehen. Er hatte ein Herz für seine Leute und gegenüber vor allem den jüngeren Dienstgarten hatte er eine Art, sagen wir mal, väterliche Überlegenheit. Ja. Er war deshalb bei den Leuten beliebt und wir Offizieren, die wir also natürlich den Kommandanten dann auch argwöhnisch oder mal interessiert beobachteten, wir mussten sagen, der versteht sein Handwerk, das wird gut. Der Journalist Gerrit Reichert hat einen guten Kontakt zu Friedrich Grade, der ihm vor wenigen Jahren anvertraute, dass er während seiner 7 Feindfahrten auf U-96 Aufzeichnungen angefertigt habe. Er hat privat Tagebuch geführt und es war verboten, verboten, verboten. Es war strengstens verboten. Es war für alle Angehörigen der U-Boot-Waffe war jede Form von Weitergabe von Daten, von Orten, an denen man ist, von Einsätzen, war streng verboten. Insbesondere Offiziere waren darauf vergattert, dass insbesondere sie auf keinen Fall irgendetwas von dem, was sie tun, irgendwem erzählen dürfen. Private Tagebücher gehörten selbstverständlich dazu. Friedrich Grade hat sich über dieses Verbot hinweggesetzt. Einfach, so hat er mir gesagt, einfach deswegen, weil er wollte für sich, für später festhalten, was eigentlich da passiert ist. Und er hat sich aus dem Verbot persönlich da nichts gemacht. In Kladden, die mit den technischen Tagebüchern äußerlich identisch sind, schreibt Grade jeden Tag hinein, was passiert ist. Auch kritische Gedanken hält er so fest. Ostermontag, 14.04.1941. Insgesamt sind zurzeit 6 Boote draußen. Traurig, traurig. Wenn die in der Heimat wüssten, wo die immer Hunderte von Booten vermuten. Täglich wird die Frage erörtert, wann der Krieg wohl zu Ende geht. Invasion? Wohl kaum zu erwarten. Es wird wohl an den U-Booten hängen bleiben. Wäre dieses Tagebuch in die falschen Hände geraten, dann hätte diese Information mit Sicherheit, mit einiger Wahrscheinlichkeit ein entsprechendes Verfahren nach sich gezogen. Es war eine No-Go-Information, diese Zahl überhaupt irgendwo hinzuschreiben, so wie viele andere Informationen in den Tagebüchern auch, beispielsweise das Nennen von Kommandanten, das Nennen von U-Boot-Ziffern, U-123 oder U-448 oder wie auch immer. Alles das war streng geheim. Das Unterseeboot nähert sich wichtigen englischen Zufahrtswegen. Immer wieder wird der Horizont nach Rauchfahnen oder Masten abgesucht. Propagandafilm mit dem erfolgreichsten deutschen U-Boot-Kommandanten Otto Kretschmer. Feindfahrt als Abenteuer. Mit Hilfe des Sextanten wird der genaue Schiffsort des Bootes festgestellt. Dabei werden meist unschuldige Matrosen und Besatzungspersonal, alles Zivilpersonen, im tosenden Meer zurückgelassen. Die meisten ertrinken, verbrennen oder erfrieren. Hier wird eine Flagge gemalt, die später als Siegeszeichen den Mast des Bootes zieren soll. Der Kurs wird vom Kommandanten immer wieder überprüft.
Auch Friedrich Grade, leitender Ingenieur auf U-96, ist an den Überfällen auf feindliche Schiffe beteiligt. Die Schlacht im Atlantik erlebt er mit gemischten Gefühlen. 14. Dezember 1940. Etwa gegen 21 Uhr machen wir den zweiten Angriff. Horst schießt seinen ersten Aal. Mit der Stoppuhr in der Hand warten wir unter Deck auf die Detonation. Die letzten Sekunden des Laufens sind aufregend. Trifft er nicht? Und dann kommt das Krachen. Das ist eine Erlösung. Das Schiff ist getroffen, etwa 6000 Tonnen, bläst Dampf ab, sinkt aber nicht. Nach langem Hin und Her entschließen wir uns, dem Schiff den Fangschuss zu geben. Und trotzdem geht das Luder nicht unter. Nun wird Artillerie klargemacht, ballern 16 Schuss und gegen 12 Uhr säuft das Schiff weg. Können die armen Kerls nicht aufnehmen und überlassen sie Wind, See und Wetter und ihrem Schicksal. Es ist traurig, für uns alle beklemmend, aber es hilft nichts. Fertig. Im September 1942 befiehlt Karl Dönitz den U-Boot-Kommandanten, Besatzungsmitglieder versenkter Schiffe nicht zu bergen oder ihnen Nahrungsmittel und Wasser zu geben, wenn sie sich in Rettungsbooten befinden. Ein Funkspruch wird aufgenommen. Auch Otto Kretschmar hatte einen Spitznamen. Er wurde als der stille Otto bezeichnet. Einmal, weil er sich nicht so sehr für Propagandaaktionen hergegeben hat, aber auch persönlich ein ziemlich zurückhaltender und am Anfang eher reserviert erscheinender Mensch war. Er war aber durchaus sehr kameradschaftlich, sehr beliebt bei seinen Kameraden, sehr belesen, sehr gebildet. Er hat eine Zeit lang, bevor er in die Kriegsmarine eingetreten ist, auch in England studiert, sprach insofern auch sehr gut Englisch. Von siegreicher Feindfahrt. Das Unterseeboot von Kapitänleutnant Kretschmer läuft in seinen Heimathafen ein. Über 200.000 Tonnen feindlichen Schiffsraumes konnte Kapitänleutnant Kretschmer bisher versenken. Der Führer verlieh ihm in Anerkennung dieser Erfolge das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Die zweite Stufe des Ritterkreuzes, das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, erhielt man damals im Grunde genommen ausschließlich aus der Hand des Führers persönlich. Es gab Helden der U-Boot-Waffe. Man kann sicherlich sagen, dass die U-Boot-Kommandanten Prien, Kretschmer und Schepke, dass das, sagen ja, Ikonen waren. Das waren die großen Helden der Jahre 40-41. Und jeder Bub kannte die. Es gab also Einklebehefte und dergleichen. Es war eine Popkultur, die um diese jungen, auch zum Teil ja charismatischen Persönlichkeiten kreiert wurde. Und damit hat man es geschafft, auch die Jugend für den Krieg zu begeistern. Rund um das Ulmer Münster sammelt Marine-Hitler-Jugend mit Eifer Schallplatten für unsere U-Boot-Fahrer. Admiral Dönitz, der erfährt, dass die Ulmer Jungen mehr als 3000 Schallplatten für seine U-Boot-Männer gesammelt haben, ladet eine Abordnung in einen U-Boot-Stützpunkt am Atlantik ein. Das Bild des U-Boot-Helden knüpft an das Bild des ritterlichen Kampfes Mann zu Mann an und wird so dargestellt, als hätte es einen fairen Kampf zwischen dem U-Boot, personifiziert in der Person des Kommandanten, und dem Gegner gegeben. Und das wird entsprechend stilisiert. Das ist sehr anknüpfungsfähig. Ein Maat legt die erste Kostprobe auf. In dieser glücklichen Zeit der Erfolge fühlen sich die Besatzungen in den Booten völlig sicher und wähnen sich unbesiegbar. Sobald eben ein U-Boot ein Konvoi gefunden hatte, gab es eine Standortmeldung an das Hauptquartier von Dönitz an Land. Dort wurden die Meldungen ausgewertet. Dort wurde festgestellt, welche U-Boote befinden sich in unmittelbarer Nähe. Und diese U-Boote wurden dann eben in Marsch gesetzt, um gemeinsam diesen Konvoi anzugreifen. Der Befehlshaber der Unterseeboote, Admiral Dönitz, bei der täglichen Lagebesprechung. Verdiente Unterseebootkommandanten stehen ihm als erfahrene Admiralstabsoffiziere zur Seite. Und
Tatsächlich basierte diese gesamte Rudeltaktik auf einer funktionierenden Funkkommunikation. Das war zentral. Ohne Funk ging diese ganze Taktik nicht auf. Und deshalb hing von einem verschlüsselten, für den Gegner nicht mitlesbaren Funkverkehr viel ab. In Stuttgart führt Ingenieur Klaus Kopatsch eine seltene Originalverschlüsselungsmaschine vom Typ Enigma, zu Deutsch Rätsel, aus dem Zweiten Weltkrieg vor, die immer noch einwandfrei funktioniert. Der Experte baut auch Enigmas originalgetreu nach, kennt also ihre Stärken und Schwächen. Das ist eine Drei-Walzen-Enigma. Stammt von 1936, so wie sie beim Heer, der Luftwaffe und in ähnlicher Form auch bei der Marine im Einsatz war, bis 1942. Sie haben hier eine Tastatur, alle Buchstaben, keine Zahlen. Wenn Sie einen Buchstaben drücken, in dem Fall das J, leuchtet hier das C auf. Beim nächsten Buchstaben J würde ein anderer Buchstabe aufleuchten. Und das rührt daher, dass die Walzen, die sogenannten Schlüsselwalzen, die sich in der Maschine befinden, sich bei jedem Tastendruck hier wie ein Tachometerprinzip weiterdrehen. Das heißt, die sogenannte Abbildung von Klartext in Chiffre ändert sich nach jedem Tastendruck. Tatsächlich dreht sich die rechte Verschlüsselungswalze weiter, sodass mit jedem Tastendruck eine neue Verschlüsselung entsteht. Drei auswechselbare Walzen bewirken diese Kodierung. Der Strom fließt erst von rechts nach links und dann zurück. Das geht durch die Walze von der rechten auf die linke Seite. Die sind quasi zufällig verdrahtet, sodass sich hier eine Verwürfelung ergibt. Wenn ich also hier A reingebe, kann sein, kommt X raus oder F raus. Das geht auf die nächste Walze. Von der auf die dritte wird also dreimal verändert. Das heißt, wenn es jetzt hier irgendwo reingeht an einem Kontakt, das kommt also irgendwo versetzt an, geht hier rein, kommt dann an einem anderen Kontakt genau von diesem verbundenen Paar wieder raus. Der Strom geht dann in diese Walze wieder rein an einer anderen Stelle, als es vorher rauskam, wird wieder versetzt, ausgegeben auf der rechten Seite, geht jetzt durch die nächste Walze und kommt hier an einem anderen Kontakt als dem, an dem es eingetreten ist. Jeder Walzentyp wurde nach dem gleichen System verdrahtet. Und dieses System war streng geheim. Zusätzlich wurden Stecker gesetzt. Dieses Steckerfeld ist eine besondere Komplikation der Maschine. Wird nur verwendet bei militärischen Maschinen, Heer, Luftwaffe, Marine. Und durfte nicht verkauft werden an Firmen. Durfte auch nicht ohne Waffenbegleitung transportiert werden. Und dieses Steckerfeld wirkt in beiden Richtungen, beim Eintritt in das Walzenpaket und beim Austritt des Signals. Wenn man mal die Verdrahtung der Walzen weglässt, dann ist die Zahl der möglichen Einstellungen verschwindend klein gegen die Möglichkeiten, mit 10 Kabeln hier das zu vertauschen. Das bringt das Problem, die Maschine zu entschlüsseln. Da liegt eigentlich der Knackpunkt, das herauszubekommen, wie stecken diese Kabel. Die Briten setzen alles daran, diese Codebücher in die Hände zu bekommen. Im Frühjahr 1941 ist U-110 unterwegs auf dem Atlantik. Das Seerohr wird von der britischen Korvette Obreitia geortet, nachdem das U-Boot am Tag zuvor zwei Schiffe angegriffen und versenkt hatte. Für Kapitänleutnant Julius Lemp beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Bei einer Geleitzugschlacht im Mai 1941 wurde das U-Boot entdeckt und von Zerstörern mit Wasserbomben belegt. Dabei wurde dieses U-Boot so erheblich beschädigt, dass es quasi mehr oder weniger von selbst aufgetaucht ist. Dann ist die Besatzung davon ausgegangen, dass ihr Boot sehr, sehr schnell sinken würde aufgrund dieser Beschädigung, sodass Lemp den Befehl gegeben hat, das Boot zu verlassen. Und er muss davon ausgegangen sein, dass es sofort sinken würde, denn er hat auch den Funkern gesagt, vernichtet nicht erst noch eure Geheimsachen, raus aus dem Boot, das geht gleich unter. Wird es der britischen Marine gelingen, das deutsche U-Boot 110 zu entern? Schon sind sie mit einem Beiboot unterwegs. Endlich wollen sie höchstgeheime Unterlagen zur Enigma finden und bergen. Wird dadurch der U-Boot-Krieg eine Wende nehmen?
weil es den Engländern nun möglich wird, die geheimen Enigma-Funksprüche zu entschlüsseln?